200 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Segne diese Panzerplatten, auf dass sie die Klinge meines Feindes ebenso ablenken mögen wie die Kugeln der Sünder. Aus den Riten der Gürtung. Bruder Gabriel, ihr habt euer Ziel erreicht. Der Thunderbird kreist über dem Strand und du siehst, wie nach und nach deine Brüder der Deathwatch abspringen. Einer nach dem anderen geht runter, entweder mit seinem Sprungmodul oder aber direkt in den Strand hinunter, auf dieses U-Boot, was unter euch liegt. Du blickst noch einmal zu dem verwirrten Inquisitor, der neben dir auf einer der viel zu kleinen Bänke sitzt, so ein bisschen rumrutscht auf den metallenen Platten, und kurz bevor du dann selbst an die Sprungluke herangreifst, um dich rauszuziehen, dich fallen zu lassen, kannst du ein Klacken in deinem Helm hören. Ein Funkspruch, der eingeht. Bruder Gabriel, komm. Komm, Bruder Gabriel. Sergeant Oriel. Hier, Bruder, Gabriel vom Death Squad. Dreht sie bei! Wer spricht da? Das ist eine gesicherte Leitung. Du hörst wohl, wie es mehrmals krackt, und dann wird die Frequenz nachgebessert. Irgendwelche Vektoren, die dazugeschoben werden, und dann kannst du ihn wesentlich deutlicher hören. Hier spricht Sergeant Uriel. Bruder, es geht um die Sache der Dark Angel. Das ist ein etwas ungünstiger Zeitpunkt, aber ich höre. Dreh ab. Bring den Inquisitor mit. Ihr gefährdet eine Mission von uns. Neue Positionsdaten werden einmal ermittelt. Bollwerk Kaldir. Dieser Funkspruch kommt um einiges zu spät. Der Rest des Death Squads ist bereits abgesprungen. Einige Sekunden später und ich wäre auch bereits am Landeanflug. Höchste Priorität, Bruder. Ich blicke noch einmal runter herab in die Leere, wo ich nur noch die einzelnen Punkte meiner Brüder als Servorüstungen erkennen kann. Ja, du siehst auch schon, wie sie schnitzeln. Irgendwie das Laufen der Kettensägen. Du siehst, wie der Blood Angel im Inneren des U-Bootes verschwindet, nachdem er den einen oder anderen Schuss abgegeben hat. Und die Feuergefechte beginnen. Aber du siehst, es sieht nicht so aus, als ob sie da unten Probleme hätten. Mein Lord? Die Pilotin meldet sich von vorne. Ich habe neue Koordinaten hier auf meinem Bildschirm. Richtig. Es gibt eine Änderung der Mission. Wir werden diese Koordinaten ansteuern, gemeinsam mit dem Inquisitor. Ganz wie ihr wünscht, mein Lord. Der Rest meiner Brüder haben dort unten, wie es scheint, alles unter Kontrolle. Ja, und damit kannst du sehen, wie die Luke wieder vor dir langsam mechanisch geschlossen wird. Es quietscht ein bisschen von den Servos. Und dann wird das Schiff nach oben gehoben und ihr saust mit aller Geschwindigkeit, die dieser Thunderbird aufbringen kann, auch von der Insel weg. Und deine Brüder werden kleiner und kleiner. Nach ungefähr 10 Minuten kannst du sehen, wie du vor einer neuen Insel aufgetaucht bist, ein Archipel, was hier doch sandig ähnlich ausgebaut ist. Einige Urwälder, die da wohl auf der Insel beheimatet sind, und so fliegt sie am Strand vorbei, direkt auf eine große Waldebene zu. Was uns hier nur erwartet.
Hier Bruder Gabriel an Sergeant Uriel. Wir befinden uns im Landeanflug. Wir können eure Koordinaten auf unserem Bildschirm erkennen. Es wird einem hier eine Freude sein, wieder einem Bruder oder einem Ordensbruder entgegenzutreten. Erwartet mich freudig. Auch wenn es die Situation wohl nicht so ist. T-2 Minuten. Dann kannst du es wieder klacken hören und dein Helm rauscht nur noch. Mein Lord? Ich habe mittlerweile die Verbindung verloren. Ich kann eure Deathwatch-Brüder nicht mehr mit meinem System aufnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint so, als wären wir oder aber sie in ein Störfeld geraten. Wird die Verbindung aktiv gestört oder kann es sich um Umwetterbedingungen handeln? Ich halte es tatsächlich für eine... So plötzlich, wie sie verschwunden sind. Es ist zwar unruhig hier auf der Südhalbkugel, aber das halte ich nicht für ein Unwetter, mein Lord. Dann sollten wir auf alles gefasst sein. Möglicherweise sind sie in eine Falle gelaufen, aber ich habe höchstes Vertrauen an meine Brüder vom Death Squad. Sie werden das schon deichseln. Ihr seid allwissend, mein Lord. Da dort unten kann ich sie übrigens sehen. Ich gehe in einen Landeflug. Bestätige. Dann kannst du sehen, wie du mitten im Urwald in so etwas wie eine sumpfige Lichtung, ein Pfad, einschwenkst und dort wohl auch eine Überreste einer gewaltigen Statue liegen, mitten im Sumpf, im Morast. Selbstverständlich hat das Imperium immer große Statuen gebaut. Das ist wohl aber kein Space Marine, bist du der Meinung? Ein Astartes-Krieger, der da in seiner vollen Pracht steht, beziehungsweise dann zerbrochen im Sumpf liegt, sondern irgendein anderes humanoides Wesen. Und wenn du nach unten gehst, kannst du dort Lager erkennen. Auf den ersten Blick viele Humanoide, auch viele vom Mechanicus und zwei, drei Zelte, die etwas größer sind, vor dem dann auch ein Astartes-Krieger der Dark Angels heraustritt. Mein Lord, soll ich landen oder wollt ihr abspringen? Landet. Der Inquisitor wird auch gebraucht. So verstanden. Was habt ihr mit mir vor? Bitte bringt mich nicht zurück zu ihnen. Zu wen? Zu ihnen. Sie sind böse. Sorgt euch nicht. Das sind Brüder von den Angels. Bei ihnen geht es euch gut. Es sind die Todlosen. Die Todlosen. Er fängt an zu weinen. Verdammt. Was haben die nur mit euch angestellt? Ein Schatten eurer selbst. Reißt euch zusammen, verdammt. Vertraut mir, ich bin Inquisitor. Bitte, bitte vertraut mir. Bei allem, beim heiligen Thron von Terra, vertraut mir. Er versucht so ein bisschen aufzustehen, fällt dann auf die Knie, robbt dann auf die Knien zu dir hin und versucht dich dann irgendwie an den Knien zu packen und zu rütteln, aber es gelingt ihm natürlich nicht. Siehst dann sein ausgelaugtes Gesicht, 3-Tage-Bart, der ihm da wohl stopplich im Gesicht steht, ausgezerrt. Ja, und dann geht ihr runter. Ich beuge mich zu ihm herab, lege ihm meine Servo-Handschuhe auf die Schulter, mein Helm verbirgt die Enttäuschung, die ich gegenüber diesem fast schon erbärmlich wirkenden Inquisitor habe. Keine Sorge, ich habe was für dich. Das wird dich beruhigen. Das wird euch beruhigen. Und nehme einen kleinen Injektor heraus und gebe ihnen etwa so 10% der Dosis, die ich einem Ordensbruder geben, wo einem meiner Brüder geben würde, ein Beruhigungsmittel. Also nicht, dass er einschläft, sondern nur, dass er beruhigt wird. Genau. Okay. Ja, dann lutscht er sich so ein bisschen apathisch die Tränen weg und verfällt so ein bisschen in so ein Wiegen, steht dann aber auch auf und klebt dann so ein bisschen wie dein eigener Schatten in deinem Hintergrund, folgt dir dann. Und wenn du dann nach draußen trittst, versinkt deine Stiefel erstmal viele Zentimeter im Morast. Kannst dann aber auch schon sehen, wie die Humanoiden, die Menschen beiseite getreten sind. Irgendwelche Militäreinheiten sind es nicht. PVS würdest du nicht sagen. Die sahen anders aus, aber rebellenartiger Sumpfabschaum. Also die anderen Leute auf den anderen Stationen sahen wohl wesentlich besser aus. Das könnte jetzt auch natürlich an diesen Urwäldern liegen. Du weißt jetzt nicht, was da für Xenos-Kreaturen lauern.
aber ja, die sehen so ein bisschen abgezerrt aus und währenddessen kannst du sehen, wie ein Dark Angel in grün-goldener Rüstung auf dich zukommt. Im Gegensatz zu dir, wo du gerade in Schwarz bist und noch eine grüne Schulterplatte trägst. Bruder, ich bin Sergeant Uriel. Und dabei klickt er einmal, er nimmt seinen gefiederten Helm ab und kannst dann in die archaischen Gesichtszüge eines richtigen Ritters blicken. Ich tue es ihm gleich, hebe mal den Servohelm von meinen Schultern und nicke ihm zu. Eine Freude, dir gegenüberzustehen, Bruder. Lange nicht mehr einem Bruder vom Orden getroffen. Was macht ihr hier? Was ist eure Mission? Unsere Mission ist geheim. Xenos-Kultisten. Aber da ihr von der Deathwatch seid, mit höchsten Ehren, kann ich euch sicherlich vertrauen. Aber gehen wir dazu in mein Zelt, denn der Abschaum dort ist nicht vertrauenswürdig. Wenn wir uns gegenseitig nicht vertrauen können, wen können wir sonst vertrauen? Aber was, sag, Bruder, was ist das denn hier für ein Abschaum? Da sehen wir nicht wie vom PVS aus oder irgendeiner Militäreinheit, als hättet ihr hier irgendwelche Bürger zusammengetrommelt. Die Söhne von Tag. Es sind tatsächlich Rebellen. Sie streiten nicht nur hier gegen Xenos, sondern auch in der Hauptstadt. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Kommt mit. Damit führt er dich wohl zu den größeren Zelten, wo dann auch mehr von diesen, ja, doch merkwürdig anmutenden Mechanikus-Priestern herumlaufen, die klickern und klackern mit ihren unglaublich vielen Mechandriten. Du kannst irgendwelche Servoschädel erkennen, die dann an sie angeschlossen sind und auch ekelhaft surren. Es kreischt so ein bisschen, du kannst wohl spüren, wie die Vibration von diesen Mechanikus-Priestern, von deinen Rüstungen absorbiert wird und deine Rüstung selbst gibt so ein paar Fehlercodes, würdest du meinen. Das ist eigenartig. Was ist eigenartig? Meine Rüstung. Sie scheint wohl... Irgendwas scheint ihre Leistung zu beeinträchtigen, um auf ihre Systeme nicht zugreifen zu wollen, aber irgendwas korrumpiert die Systeme. Nun, den Grund dafür kann ich euch gleich zeigen. Und dabei zieht er einmal die Zeltplane zur Seite und du kannst erkennen, wie wohl im Inneren des Zeltes aufgebaute mehrere Sarkophage liegen, die etwas größer als Menschen groß sind. Ist der Inquisitor mitgekommen? Der Inquisitor klebt immer noch an deiner Robe und ist unglaublich apathisch. Wenn du ihn dir anguckst, kannst du auch sehen, dass seine Pupillen zurzeit gar nicht mehr reagieren. Also er steht da, er guckt stur geradeaus, aber durch dich hindurch. Gut, dann halte ich eine Hand immer in seine Richtung, sodass er an Greifreichweite ist. Mhm. Dann zurückgelassen hätte ich ihn auch nicht. Er hat hier oberste Priorität. Und ich blicke auf die Sarkophage herab. Was ist das? Ist das Xenotechnologie? Ich habe sowas noch nicht gesehen. Wir auch nicht. Und wenn du herantrittst, kannst du im Inneren der Sarkophage erkennen, wie dort mechanische oder metallische Leiber liegen. Wie gesagt, sie sind etwas größer als Menschen, etwas kleiner als Space Marines, sehr dünn und schlaksig, würdest du meinen, ausgezehrt, mit sehr dünnen Armen. Aber alles aus ihnen besteht aus Metall, merkwürdiges Metall. Und ihre Köpfe sind wohl zertreten, liegen wohl aber noch daneben. So dass sie dann eben nicht mit dem Korpus verbunden sind. Du kannst, wenn du dich weiter umblickst, überall weisen sie wohl ähnliche Verletzungen auf. Viele, viele Einschüsse, unter anderem auch von Boltern. Du kannst die Schmauchspuren von Lasern erkennen. Und wenn du dich dann weiter umblickst und dann zu den Werkbänken der Mechanikus-Priester blickst, siehst du dort wohl auch kleine, spinnenartige Käfer oder Asseln, die auch mechanisch sind. Es gibt noch ein leichtes Grot. Ja, glühen alles an ihnen. Also wenn es glüht, ist es wohl grün. Aber irgendwelche Riffeln, die an ihnen entlang laufen und verschiedene Waffen, die wohl auch von diesen Xenos-Kultisten unter dem Berg benutzt worden sind. Woher habt ihr das Ganze eingesammelt? Wir haben eine Kultstätte der Xenos unter den
unter dem Wasser gefunden. Von dort aus haben wir sie geborgen und erforschen sie. Das ist tatsächlich neuwertig. Sie haben uns angegriffen. Eine solche artige Servitoren habe ich noch nie gesehen. Sie scheinen kampffähig zu sein. Ich gehe davon aus, ihr wart diejenigen, die die Köpfe zertreten haben. Im Kampf. Diese vier Kreaturen konnten wir bergen. Wir haben dabei allerdings viele Brüder verloren. Im Tausch gegen diese vier haben wir 7 weitere von uns verloren. Wie viele Brüder des Ordens befinden sich auf diesem Planeten? Nicht viele. Nicht mehr. Nur eine kleine Einheit. Aber ihr von der Deathwatch seid Xenos-Jäger. Ihr wisst, womit wir es hier zu tun haben? Nichts. Nein. Derartige Xenos haben wir noch nicht entdeckt, aber wir haben einige Informationen gesammelt und einen Code, den wir bisher noch nicht entschlüsseln konnten. Jedoch, wenn es tatsächlich um mechanische Wesen handelt, vielleicht schaust du dir das einfach mal an. Gerne. Und ich muss allerdings darum bitten, dass der Inquisitor hier bleibt. Wir brauchen sein Wissen, um diese Todlosen zu identifizieren und weiter zu entschlüsseln. Negativ. Der Inquisitor ist nicht imstande, irgendeines seines Wissens zu teilen. Glaubt mir, wir haben es versucht. Aber was auch immer mit ihm passiert ist, sein Geist scheint gebrochen und wird einige Zeit brauchen, um wieder ansatzweise nützlich für das Imperium zu sein. Keine Sorge, die Techniker von Samech werden das, was in ihm sitzt, herauslocken. Sergeant, ich verstehe, dass er für eure Mission sicherlich nützlich sein kann. Aber auch wir haben unsere Befehle und die Befehlskette ist einzuhalten. Der Inquisitor ist von diesem Planeten in den Orbit zu bringen. Dann eine andere Bitte. Sofern es in meiner Macht steht, sie zu erfüllen, immer gerne. Begleitet uns nach unten in die Ruinen. Wir haben noch nicht viel herausgefunden, aber wir würden uns darüber freuen, wenn ihr von der Deathwatch dort unten nach weiteren Xenos-Techniken sucht. Begleitet mich ins nächste Zelt. Gut. Tun wir das. Ob ich euch begleiten kann? Ich würde sehr gerne, aber wie gesagt, Primärmission und der Inquisitor muss überleben. Ich werde ihn zum Thunderbird begleiten und dafür sorgen, dass er ins... ich werde beobachten, wie der Thunderbird in den Orbit aufsteigt. Dann hätte ich die Kapazitäten, euch zu begleiten. Vor allem, da ich momentan sowieso keine Verbindung zu meinen Brüdern von der Deathwatch aufbauen kann. Habt ihr bereits eine Möglichkeit gefunden, diese Störsignale zu umgehen? Welches Störsignal meint ihr? Dann nehme ich an, nein. Unsere Verbindung wird gestört. Meine Brüder sind vor einigen Meilen hier aus abgesprungen und haben sich den Xenos oder diesen Rebellen entgegengeworfen. Aber sobald sie den Boden erreicht haben, ist die Verbindung abgebrochen. Irgendwas scheint sie zu stören. Ich fürchte, dass sie möglicherweise in eine Falle gesprungen sind. Ich verstehe. Damit greift er wieder an seinen Helm und setzt ihn sich auf. Riegelt einmal und deutet dann auf dein Thunderbird. Also gut, bringt den Inquisitor dorthin. Beeilt euch. Ja, so nicke ich ihm zu, setze ebenfalls meinen Helm auf und schnellen Schrittes, ich packe mir den Inquisitor einfach über die Schulter, schnellen Schrittes marschiere ich zum Thunderbird, setze ihn in eine der Liegen ab, schneide ihn fest und gibt der Pilotin den Befehl, in den Orbit aufzusteigen. Wie hieß unser Schiff nochmal, mit dem wir hergekommen sind? Ist das noch hier im Orbit? Das liegt noch immer vorm Orbit, genau. Das ist das Schiff von der Inquisitorin Adriel Quist. Genau. Also ich habe ein Schiff aufgeschrieben, das hieß Angelus Invictus. Das ist richtig, ja. Das klingt, richtig. Pilotin, baut eine Verbindung zum Angelus Invictus auf. Ich werde mitteilen, dass der Inquisitor auf dem Weg ist. So verstanden, mein Lord. Angelus Invictus, hier Gabriel, bitte komm, Killsquad.
Es dauert ein bisschen und nach ungefähr 30 Sekunden kannst du es klicken hören und dann meldet sich die vertraute Stimme von Inquisitorin Quist. Ich höre. Wie bereits gemeldet, haben wir den Inquisitor in unserer Gewahrsam. Er wird auf schnellstem Wege zu eurem Schiff gebracht. Der Thunderbird ist, sobald die Verbindung beendet wird, unterwegs. Ausgezeichnet. Wir werden uns nachher über das Schicksal von Zaire Vincent unterhalten. Quist Ende. Er braucht sofortige medizinische Unterstützung. Boah, es hat schon das Klicken gehört und die Vox-Verbindung wurde getrennt. Ja, ich knirsche einmal mit den Zähnen. Weil er bricht dann einfach die Vox-Verbindung zu mir ab. Aber was soll ich tun? Und nicke der Pilotin nochmal zu. Keine weiteren Worte, verlasse den Thunderbird. Und möchte meinem Bruder nach unten gleiten. Ja, du kannst dann wieder an das nächste Zelt herantreten. Wieder einmal gibt es diese merkwürdigen Störsignale, die... würfe mal eine Intelligenz. Alles klar. Das sieht gut aus. Das ist kritisch. Du hast... Also ja, du kommst auch wieder in die Nähe der Zelte, aber du hast vielmehr das Gefühl, dass dieses Störsignal oder dieses Rauschen deiner Rüstung... Für andere würden sie vielleicht sagen, Shortcode, der da wohl in deiner Rüstung abläuft und dann von deinem Maschinengeist bekämpft wird. Es kommt wohl nicht so sehr von diesen todlosen Xenos, sondern vielmehr von diesen Priestern, diesen Maschinenpriestern. Aber die mochtest du sowieso nie. Ja, und wenn du dann herantrittst, öffnet er das zweite Zelt und du kannst sehen, wie dort eine große Teleport-Plattform steht. Die wohl von weiteren Maschinenkultisten bedient wird und du siehst dann, wie wohl 10 Leute von den Rebellen um das Zelt Aufstellung nehmen. Was wird das hier für eine Veranstaltung? Wir teleportieren. Ich sagte doch, wir müssen ins Herz vordringen. Weitere Nachforschung. Macht euren Bolter bereit. Dort unten könnte es ungemütlich werden. Gut, ich bin bereit. Ja, du kannst auf die Teleport-Plattform treten, gemeinsam mit dem Sergeant Uriel. Und ja, wenn ihr dann wartet darauf, dass die Maschinenpriester irgendwelche Runenknöpfe drücken, kannst du wohl sehen, dass die Söhne von Tech stehen wohl mittlerweile perfekt im Zehnerkreis. Und dann gibt es irgendwelche Blitze. Du kannst sehen, wie sie durch die Köpfe von den Söhnen schießen. Die Helme springen ab. Du siehst, wie die Augen platzen. Blut läuft aus den Ohren raus. Du siehst, wie die Zunge in ihrem Mund schmilzt. Und bevor du noch irgendetwas tun kannst, platzen alle ihre 10 Körper und alles wird schwarz um dich herum. Bruder Arminius, Bruder Tordal und Bruder Octavius. Ihr seid angekommen und könnt euch etwas orientieren. Eure Servorüstung waren ausgefallen. Unabhängig davon, dass der Maschinengeist deiner Rüstung, Octavius, gestorben ist oder überschrieben wurde, kannst du wohl merken, dass die Servos zumindest wieder anspringen, die mechanischen Servos, die dann deinen Körper unterstützen. Auch bei euch allen anderen war der Maschinengeist kurz ausgefallen, aber jetzt laufen die Rüstungen wieder. Und wenn ihr euch an die Dunkelheit gewöhnt, könnt ihr das grüne Leuchten erkennen von der Stadt unter dem Meer. Ihr könnt über euch noch winzig klein das U-Boot erkennen, was wohl gegen so eine Art Schutzschirm gestoßen ist und dort leer vor sich hin treibt. Vor euren Füßen liegt eine Kugel, die ihr erkennen könnt. Und wenn ihr euch nach vorne blickt, seht ihr eine gewaltige grün leuchtende Pyramide. Schwarzer Stein, Obsidian oder so etwas und alles wirkt fremdartig auf euch. Es wirkt perfekt, aber perfekt böse. Ihr seht einige Obelisken oder Stelen, die kilometerweit nach oben ragen. Diese ganze, also monolithisch. Ihr kennt die Städte, die Hub-Städte von einer imperialen Welt, aber das hier ist ganz anders. Es ist nicht in Worte zu fassen. Und es wirkt für euch, dadurch, dass es so leer ist, wie eine riesige, gewaltige Gruft. Eine Nekropole. Xeno abschauen.
Das Zentrum der seismischen Störungen muss irgendwo hier sein. Finden wir es, vernichten wir es und verschwinden wir von hier. Gut gesprochen, oder? Gute Idee. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das für eine Abscheulichkeit ist. Vielleicht ist das besser so, dass wir das nicht wissen. Ihr dürft alle mal auf verbotenes Wissen würfeln. Verbotenes Wissen, Xenos nehme ich an. Xenos, ja genau. Imperiale Armee würde aber auch gehen. Das ist keine Grundfertigkeit, nicht wahr? Nein, muss jedes Mal neu gekauft werden. Ich meine, das ist keine von denen, bei denen ich auf die Hälfte gehen darf, wenn ich es nicht habe. Nein. Also Wissen Imperiale Armee, Xenos brauchen wir gar nicht drüber reden. Also Xenos habt ihr automatisch, meine ich. Xenos hat Deathwatch automatisch. Also plus 0, aber mit 72 ist das auf jeden Fall nicht geschafft. Ja, bei mir auch nicht, mit 80. Aber Fabius hat es geschafft, Tonner hat es geschafft. Wenn wir keinen Bonus geben, habe ich es in 6 Punkten nicht geschafft. Willst du mir da einen Schicksalspunkt geben? Dann würde ich dir Informationen geben. Nein. Nein, okay. Nein.